schaue mir heute verschiedene YouTuber-Reaktionen auf den Burger-Pommes-Diss-Track an. Und unter anderem mit dabei sind iCrimex, Hamed Loco, Levin Ray, Lumex und noch ganz viele mehr. Let's go! Was soll das denn jetzt heißen, Junge? Ist ein Boxkampf oder was? Pass auf, was du sagst, Kollege. So, Max, bevor du jetzt deine Bewertung gibst, denk dran, ich habe auch schon einen Diss-Track gegen dich gemacht. Und wenn die Bewertung jetzt schlecht ausfällt, vielleicht kommt dann sogar ein zweiter iCrimex-Diss-Track. Ist den Eierkopf, das hier habt ihr euch eingebockt. Jetzt lüftet's aus. Ihr wisst, ich bin der Beste jetzt. Im Brawl Stars und im Rap-Geschäft. Ich fress euch nur. Leute, hier ist wieder euer Eierkopf. Heute gibt es ein richtig cooles Video, denn ich werde mir heute alle Reaktionen auf den Burger-Pommes-Diss-Track angucken. Ich würde sagen, wir fangen an. Let's go. Der erste YouTuber, der sogar am allerschnellsten auf den Song reagiert hat, war einfach mal der gute iCrimex. Ich würde sagen, wir gehen rein. Ich bin wirklich gespannt, was Max sagen wird, denn Max ist ja auch in dem Burger-Pommes-Song an sich drin gewesen. Und ihr wisst ja auch, ein paar Zeilen in dem Diss-Track, die handeln sogar auch von Max. Also auf geht's. Jetzt lüftet's aus. Ihr wisst, ich bin der Beste jetzt. Im Brawl Stars und im Rap-Geschäft. Ich fress euch auf wie Nuggets und Curly Fries. Okay, bisher feiert er das. Das freut mich. Von eins an sein Würgereiz. Nur die coolen essen Nuggets und Curly Fries. Nuggets und Curly Fries. Ist das etwa so das Gegenteil von Burger Pommes? Soll's sein, ja. Lukas, du machst alles, was ich mache, doch du machst es nicht besser. Bin hier der krasseste Rapper. Du bist nur Kacke von gestern und was du machst, hat kein Geschmack. Aber der Flow ist nicht schlecht, Leute. Dankeschön. Ja, yeah. Und hör mal her, du kleiner Schmackofaps. Wenn ich dich disse, nimmt die Anzahl deiner Abos ab. Deine Fans werfen deine Shirts auf den... Bin wirklich gespannt, was Max gleich zu seiner Zeile sagt. Wäscherhaufen, denn sie wollen lieber mein Merch auf der Website kaufen. iCrimex gibt dir Klicks auf seine... Ja, Junge. Der macht nur mit, um seine Limo zu vermarkten und... Auf meinen Nacken, Leute. Ich hab die getestet, ich sag euch ehrlich, komm mal näher. Alter, disst du jetzt Paul Berger Limo, Junge? Warte, ey, wenn es jetzt hier gegen Paul Berger Limo geht, dann dreh ich hier durch. Oh. Ja. Ich finde die lecker, ich bestell mir davon mehr. Glück gehabt. Ja, okay. Okay. Und Max, falls du das hier siehst, jetzt will ich aber auch ein bisschen hier, ne, so eine Palette Paul Berger Limo, wo ich zugeschickt bekomme. So groß. Ich will die von da oben bis da unten stapeln können, ne? Cheers, Leute. Hey, ich muss auch sagen, also flowmäßig, habe ich ja gerade eben schon gesagt, echt geiler Flow. Dankeschön. Ich bin mal gespannt, was er am Ende dem Song für eine Bewertung gibt. Wir schauen uns, wie gesagt, heute sämtliche YouTuber-Reaktionen an, Freunde. Es haben richtig viele Leute auf den Song reagiert. Unter anderem, ich habe es ja auch schon im Präintro erwähnt, ist auch noch mit dabei der gute Lami, Alphastein und Lumex. Also wirklich, wir haben richtig viele Leute heute am Start. Und viele Reaktionen von denen sind gar nicht öffentlich. Die haben mir das einfach auf WhatsApp gesendet, weil ich nachgefragt habe. Also seid mal gespannt, bleibt auf jeden Fall dran. Ist das jetzt so das neue Ding? Statt Burger, Pommes, Nuggets und Curly Fries? So sieht's aus! Bam! Das hier habt ihr euch eingebockt. Jetzt lüftet's aus. Der Eierkopf. Ich bin der Beste jetzt. Im Brawl Stars und im Rap. Wie stolz er auch darauf ist, ein Eierkopf zu sein. Checkt ihr das? Hä? Ja, natürlich! Freunde, alle jetzt mal Hashtag Eierkopf in die Kommentare. Ihr wisst es, hier. Ich habe jetzt zwar nicht den aktuellen Eierkopf-Merch an, aber alle jetzt mal Hashtag Eierkopf in die Kommentare. Jeder, der jetzt das Video sieht. Geschäft, ich fress euch auf wie Nuggets und Curly Fries. Du Pommes in dein Burger rein. Ich kick von ein Song sein Burgerreiz. Nur die coolen essen Nuggets und Curly Fries. Ja, ich sag ehrlich, Leute. Also, ich hört sich schon gut an. Auch ist halt mehr so... Ist halt ein Diss-Track, ne? Also wer sagt, mir gefällt's vielleicht nicht so, es ist halt dieses so ein bisschen düsterer vom Beat und so, ist ja ein Diss-Track. So, Max, bevor du jetzt deine Bewertung gibst, denk dran, ich habe auch schon einen Diss-Track gegen dich gemacht. Und wenn die Bewertung jetzt schlecht ausfällt, vielleicht kommt dann sogar ein zweiter iCrimex-Diss-Track. Ich bin mal gespannt, was er sagt. Wir hören mal rein. Boah, also man muss ja immer... Einmal, klar, man kann es natürlich geschmacklich sehen, aber oder man muss bewerten für das, was ist. Und für das, was ist, ein Diss-Track, gute Lines. Ja. Gut, wie gesagt, habe ich das schon gesagt. Musikvideo könnte... Ich sag euch, Max hat Angst. Der hat Angst, dass er noch einen Diss-Track kassiert. Freunde, ich habe ja schon iCrimex Diss-Track gemacht, hier in Einschnitt. Diss-Track Nummer 3 und iCrimex wird zerstört. Seine Zeit läuft dir ab, auch wenn dir eine Rolex gehört. Yeah, ich bin hier der Boss. Wer ist bitte dieser Max? Du traust dich nicht gegen mich im Brawl Stars, weil du eh nichts kannst. Okay, was gibt er jetzt? Ich würde... All in all, alles in allem, ich würde eine 8 von 10 geben. Glück gehabt, Max. Nein, Spaß.
Sehr nette Bewertung, auf jeden Fall. Wir kommen zum nächsten. Jetzt kommen wir zu Levin Ray. Ich habe ihm auf WhatsApp geschrieben und er hat mir auch ein Video gesendet, was er von dem Song hält. Yo, Kevin, mein Bester, ich habe mir deinen Diss-Track reingezogen. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Das siehst du hinten. Ich pupp ihn auch gerade nochmal. Mir gefallen die Parts tatsächlich sehr, sehr gut. Der Flow, erste Sahne und auch der Text ist wirklich saftig. Da kann sich die Burger Pommes Crew auf jeden Fall ein Stück abschneiden für ihren nächsten Song. Und jetzt wissen wir Bescheid, Freunde. Kein Mensch. Das ist ein Eierkopf. So sieht's nämlich aus. Ey, sehr korrekte Reaktion von Levin an der Stelle. Freunde, schreibt mal alle Ehrenmann Levin Ray in die Kommentare. Und hier übrigens mal eine wichtige Info. Ich starte tatsächlich einen TikTok-Contest. Und zwar verlose ich 3x100 € an euch. Für die von euch, die die viralsten Burger-Pommes-Diss-Track-Videos auf TikTok erstellen. Das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ist ein TikTok erstellen mit dem Hashtag Burger-Pommes-Diss-Track und dem Hashtag Clash Games. Und dann werde ich auch die nächsten Tage auf eure TikToks zu dem Song reagieren. Und die viralsten TikToks bekommen einfach mal die Top 3 jeweils 100 € auf meinen Nacken. Ich gebe euch dafür 2 Wochen Zeit, aber ich werde trotzdem die nächsten Tage schon mal auf die ersten TikToks reagieren. Viel Erfolg, wir kommen zur nächsten Reaktion. Der nächste ist der gute Hamed Loco. Leider habe ich die ganze Reaktion auf YouTube nicht gefunden, da gibt es nur so einen ganz kleinen Teil von. Aber hier auf TikTok hat das einer hochgeladen und das schauen wir uns jetzt auch mal an. Kein Mensch ist den Eierkopf, das hier habt ihr euch eingebockt. Jetzt wer wippt schon mal mit? Ich bin der Beste jetzt, im Brawl Stars und im Rap-Geschäft. Wenn ihr der krasseste Rapper, du bist nur Kacke von gestern. Und was du machst, hat keinen Geschmack, dann ist kein Salz oder Pfeffer. Ich kann euch alle zeigen. Nice, erscheint es bisher zu feiern. Ja, und hör mal her, du kleiner Schmacko. Boah, das hat er niemals selber geschrieben. Ich habe schon einen Song von ihm gehört, das hat er niemals selbst geschrieben. Ja, das ist halt das Ding, Freunde. Ich habe den Song nicht selber geschrieben. Sowas kann ich tatsächlich auch gar nicht. Also, wenn ich mich da richtig reinfuchsen würde, vielleicht. Aber ich habe da 2 gute Freunde von mir. Und zwar einmal der gute George und der gute Pash. Die haben den Text geschrieben, die sind da richtig krass drin. Und ja, kann ich ja hier offen sagen. Ne? Ich habe den Songtext nicht selber geschrieben. Ich habe den Jungs gesagt, jo, das möchte ich drin haben, das möchte ich drin haben. So soll es verpackt werden. Und dann haben die einfach gezaubert. Und das kam halt dabei raus. Wir schauen weiter. iCrimex gibt dir Klicks auf seinen Nacken. Der macht nur mit, um seine Limo zu vermarkten. Und ich hab die getestet. Ich sag euch ehrlich, komm mal näher. Ich find die lecker. Ich bestell mir davon mehr. Kein Mensch ist... Hätte er da gefrontet, wäre krass gewesen. Oh, okay. Yes. Bruder, Alter, der Text ist geisteskrank. Der hat niemals hat er selbst. Ich wette, mein ganzen Kleiderschrank, dass das nicht er selbst geschrieben hat. Haben wir es nicht, wie gesagt. Aber hier an der Stelle will ich nochmal kurz sagen: Egal welcher YouTuber einen Song rausbringt, also bei den meisten, ja, die sonst so normalen YouTube-Content machen, so wie ich, da könnt ihr euch eigentlich sicher sein, dass die den Text in der Regel nicht selber geschrieben haben, weil mach halt eigentlich was ganz anderes, ne? Das war echt gut. Also es war echt sehr, sehr gut. Dankeschön. Sehr, sehr stark gewesen. Hat er sich Zeit gelassen, hat er echt gut gemacht. Lol, er hat mich auf Super Duper Lemon Schuper gepackt. Lol, auf den ersten Platz oben. Oha, ey, korrekt. Ich bezweifle, dass irgendwas besser ist. Komm mit. Krass, er hat gesagt, er bezweifelt, dass irgendein anderer Song besser ist als meiner. Also wirklich, vielen, vielen lieben Dank. Hier seht ihr jetzt gerade ein Minecraft-Video und da ist Alphastein. Der hat auch was zu sagen. Hören wir uns das mal an. Boah, Kavel, du hast den richtig gezeigt. Burger Pommes auf die 2. Du hast es so fertig gemacht. Ich würde mich ganz ehrlich, welch einer von denen, ich würde mich jetzt verstecken und nicht mehr nach draußen trauen. So hast du die kaputt gemacht. Weiter so. Ich warte auf den nächsten Diss-Track. Mach die alle platt. Lass dir von niemandem was sagen. Okay, ich muss sagen, sehr, sehr korrekt von dir, Alphastein. Ich habe ja auch auf seinen Song reagiert. Hab ihn auch gefragt, wenn man eine kurze Reaktion schicken kann. Also, Kuss geht raus, Alfi. Du bist der Beste, ja? Lami hat mir auch seine Reaktion auf WhatsApp gesendet. Und was sagt Lami zu dem Song? Wir schauen mal rein. Hey, yo, Kevin, mein Eierkopf-Bro. Ich chill hier gerade so in mein Zimmer, guck so ein paar YouTube-Videos. Und auf einmal kommt dein Burger Pommes Diss-Track Song. Und Leute, jetzt mal Spaß beiseite, aber dieser Song ist wirklich ein Banger. Danke. Leute, jetzt mal ohne Witz. Ich glaube, bevor Clash Games YouTuber geworden ist, war er berühmter Rapper oder so. Und Leute, nach diesem Diss-Track glaube ich auch, dass der Eierkopf stabiler ist als die Melone. Ja! Ey, Lami, sehr korrekt, Bruder. Ich danke dir. Der nächste ist Papa Platte. Burger Pommes Diss-Track.
kein Mensch ist den Eierkopf. Das hier habt ihr euch eingebrockt. Jetzt lüftet's aus. Ihr wisst, ich bin der Beste jetzt. Yes. Brawl Stars und im Rap-Geschäft. Bro, immer wenn ich auf irgendeinem Creator-Event bin, so Gamescom oder so, dann ist er immer, ich treffe ihn immer. Er ist immer da. Wir labern immer für zwei Sätze, Bro. Er spawnt einfach immer. Ja, muss ich aber auch sagen, das ist immer witzig. Also ich habe schon Papa Platte oft auf Events getroffen und immer eine sehr nette Begegnung, muss ich sagen. Also ich mag ihn auch echt gerne. Nuggets und Curly Fries, fuck. Du Pommes in dein Burger rein. Ich kick von deinen Songs deinen Würgereiz. Oh. Nur die coolen essen Nuggets und Curly Fries. Bin hier der krasseste Rapper, du bringst nur Kacke von gestern. Und was du machst, hat yo, kein Geschmack, das ist oder Pfeffer. Ich kann euch alle drei wie Takis zerschmettern, ich mache... Yeah. Und hör mal her, du kleiner Schmackofatz. Wenn ich dich disse, nimmt die Anzahl deiner Abos ab. Deine Fans werfen deine Shirts auf den Becherhaufen, denn sie wollen lieber Digga. Mein Merch auf der Website kaufen. Yo! iCrimex gibt dir Klicks auf seinen Nacken. Der macht nur mit und... Digga, actually, aber der Flow ist actually nicht Arsch. Wie Nuggets und Curly Fries, fuck. Du Pommes in dein Burger rein. Ich kick von deinen Songs deinen Würgereiz. Oh, nur die Kuh. Digga, das ist... Das ist ein Certified Hood Classic, Bro. Certified Hood Classic. Actually, hat die einzige Sache, die ich nicht verstehe, warum in Gottes Namen hat er ein Wireless-Mic dran? Das war für den Vlog. Wir haben einfach nur vergessen, das Mikrofon da abzunehmen, muss ich sagen. Lukas hat natürlich auch auf den Song reagiert. Die allerechte Melone. Und er hat mich sogar auch in seiner Reaktion angerufen. Ich will aber auch nochmal hören, was er so zu sagen hat. Ein Mensch ist den Eierkopf. Das hier habt ihr euch eingebrockt. Jetzt lüftet's aus. Ihr wisst, ich bin der Beste jetzt. Na, Lukas! Aber, warte, okay, ich glaube, ich bin die Melone. Ne? Auf jeden Fall, Leute, ich bin der Melonenkopf. Und wir müssen jetzt nochmal ganz kurz analysieren. Er sagt, kein Mensch disst den Eierkopf. Kein Mensch disst den Eierkopf. Das doch, ich hab den Eierkopf gedisst, lol. Ja, aber das hättest du nicht machen sollen, Lukas. Jetzt kam der Diss-Track. Jetzt löffelt's aus. Ah, jetzt löffelt's aus. Und Digga, er hat dir einfach McDonalds-Auto geklaut. Ich bin der Beste jetzt. Im Brawl Stars und im Rap-Geschäft. Im Brawl Stars auf jeden Fall nicht. Hey! Das nur mal, weil ich schlechtes Internet hab. Bro, hau mal ab mit deinen Birdies. Und mach die Biege mit den sechs Rap-Songs. Oh, Freunde, jetzt kommt gleich die Stelle, wo ich die Melone zerboxe. Keiner kann was machen, so bei Cash Games kommt, yeah. Kein Mensch, das... Oha! Ja! Die Melone zerstört, Bro! Ja! Das ist Lebensmittelverschwendung, Mann! Die hätte man noch essen können, die war lecker! Ich esse die noch! Das hier habt ihr euch eingebockt. Jetzt aber auf jeden Fall auch hier der Boxhandschuh. So, ich habe ja mit dem Boxhandschuh den Eierkopf kaputt gemacht. Er macht die Melone kaputt. Aber Kevin, was hältst du davon? Wir lassen ein Ei gegen eine Melone antreten im direkten Battle und machen einfach mal so. Hey! Was soll das denn jetzt heißen, Junge? Das ist ein Boxkampf, oder was? Hier sind die original Boxhandschuhe aus dem Musikvideo. Komm mal her hier, Melone. Ich komme mit 10 Eiern. Wir haben eine ganze volle Eierpackung. Dann boxe ich dich. Ein einziges Ei gegen eine Melone ist unfair. Eier kommen immer in einem 6er-Pack oder in einem 10er-Pack. So sieht das nämlich aus. Pass auf, was du sagst, Kollege. Freunde, mehr sage ich zu der Lukas-Reaktion nicht. Wir kommen jetzt noch zu einer anderen Sache. Als nächstes hat der gute Wife einen Kommentar dagelassen. Er hat geschrieben, der hat gescheppert. Bin mal gespannt. Ich glaube, Wife reagiert ja auch noch auf den Song. Ich schau mal, vielleicht nehmen wir es dann im nächsten Video mit rein. Und dann hat Jonas auch noch eine Videobotschaft gesendet. Hallo Kevin. So, meine Meinung zum Song. Ja, also... Ich kenne mich jetzt nicht so aus, aber mir hat es gut gefallen. Hat sich gut angehört. Waren gute Lyrics auf jeden Fall. Und ich war sehr positiv überrascht. Insgesamt eine solide Performance und ich gebe eine 2+. Eine 2+? Oha! Jonas war streng, aber ne, hat wie ein Mathelehrer geredet. Aber freut mich. Und zu guter Letzt haben mir sowohl Wannabe als auch Lumex noch mal eine Sprachnotiz zu dem Song gesendet. Wannabe wollte mich erst ein bisschen veräppeln und hat gesagt, dass er den Song kack fand. Aber im Endeffekt meinte er auch zu mir, dass er den Song feiert und er mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben dafür gibt. Und der Letzte, der mir gerade eben noch meine Audio gesendet hat, war der gute Lumex. Und Lumex hat gesagt, Kevin, du bist ein Eierkopf. Und er ist sehr überrascht, dass ein Eierkopf so gut rappen kann. Und er hat gesagt, er findet den Diss-Track sogar besser als den Diss-Track, den ich gegen ihn gemacht habe. Ich habe ja auch schon mal den Lumex-Diss-Track gemacht. Trotzdem würde ich sagen, ziemlich positives Feedback. Also vielen, vielen Dank an alle YouTube-Kollegen, die darauf reagiert haben. Das war's mit dem Video. Bis dann und ciao, ciao.